Die Standardbehandlung der CLL seit einigen Jahren ist die Chemoimmuntherapie, also chemotherapeutische Substanzen wie Chlorambucil, Bendamustin oder Fludarabin plus Cyclophosphamid, kombiniert mit einem Antikörper wie Rituximab, Ofatumumab oder Obinutuzumab. Neue Entwicklungen und auch schon zugelassene Medikamente sind allerdings jenseits der Chemotherapie zu sehen, beispielsweise der BTK-Inhibitor Ibrutinib, der sich in einer randomisierten Studie dem Chlorambucil weit überlegen gezeigt hat und zugelassen ist für die Primärtherapie aller CLL-Patienten, aber besonders geeignet erscheint für Patienten im Rezidiv und Patienten mit hochrisikogenetischen Veränderungen wie der 17p-Deletion oder P53-Mutation. Jenseits von Ibrutinib stehen uns neue Therapieprinzipien bald zur Verfügung. Die Zulassung in Europa wird in den nächsten Tagen erwartet, beispielsweise für Venetoclax, einen BCL2-Inhibitor, also ein vollkommen neuartiger Wirkmechanismus. Und auch dieses Medikament ist besonders gut geeignet für Patienten mit hochrisikogenetischen Veränderungen. Die Zulassungsstudie war bei Patienten mit 17p-Deletion und für Patienten, die auf einen BCL-Rezeptor-Signal-Inhibitor wie Ibrutinib versagt haben, also für die diese keine Option mehr sind. Über diese Substanzen hinaus gibt es Idelalisib, zugelassen bei der CLL in Kombination mit Rituximab in der rezidiviert-refraktären Situation, als weitere sehr gute Therapieoption gerade für Hochrisikopatienten.